Dieses Spiel hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen in seiner Super Nintendo Version, obwohl ich es damals gar nicht hatte. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr kurios und das ist es auch. Aber ich erinnere mich, wie ich die Club Nintendo Ausgabe mit diesem Spiel immer wieder genau durchgelesen habe und die Bilder bestaunt habe. Das Spiel auf dem Super Nintendo habe ich ja schon mal vor Ewigkeiten hier getestet. Aber wie sieht es mit dieser Version aus? Was sind die Unterschiede? Was taugt Disney's Magical Quest starring Mickey und Minnie für den Game Boy Advance also heute noch? Das Spiel wurde von Capcom entwickelt bzw. portiert und von Nintendo selbst weltweit 2002, also rund 10 Jahre nach dem Original, veröffentlicht. Hier erwartet euch ein wundervoller Plattformer, der nur so vor Charme und Fantasie platzt. Ihr zieht aus, um den großen Fiesling den Gar auszumachen. Euer Standardbewegungsmuster ist dabei recht simpel. Ihr könnt springen und Blöcke aufnehmen und werfen. Gegner erledigt ihr dann entweder, indem ihr sie mit den Blöcken bewirft oder ganz klassisch auf den Kopf springt. Kommt natürlich auf den Gegnertypus an. Es gibt klassisch 6 verschiedene Welten mit unterschiedlichen Themen, mit jeweils 4 Unterleveln, inklusive Boss und Zwischenbossen natürlich. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr klassisch und nicht wirklich spannend. Ist ja das Standardrezept eines Plattformers dieser Zeit. Das große Highlight sind jedoch die verschiedenen Verkleidungen, die euch auch neue Fähigkeiten geben. Ab der zweiten Welt bekommt ihr immer eine solche und die gibt euch, jetzt wenig überraschend, Fähigkeiten, die ihr in der entsprechenden Welt auch braucht. So bekommt ihr in der zweiten Welt ein Magierkostüm, mit dem ihr Fernkampf initiieren könnt. Oder in der Welt darauf seid ihr dann als Feuermann unterwegs, weil ihr euch plötzlich in einem brennenden Wald befindet. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Steuerung ist natürlich, wie von Capcom nicht anders zu erwarten ist, wunderbar gelungen. Neben den verschiedenen Verkleidungen sind aber auch die Level der Star des Spiels. Die sind mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet und werden nie langweilig. Ihr wisst einfach nicht, was euch hinter der nächsten Ecke erwartet. Ihr schwimmt durch einen gefluteten Baumstamm? Check! Ihr balanciert auf einer Tomate über eine stachelige Ranke? Doppelcheck! Man merkt einfach, wie der Entwickler sich hier viel Mühe gegeben hat, die Abschnitte nicht allzu eintönig zu gestalten. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Schwierigkeitsgrad nicht gerade einfach ist. Ihr kippt dank eurer Lebensenergie nicht gleich aus den Latschen, aber der Nachschub an Herzen, die ihr übrigens ganz klassisch aus den Blöcken bekommt, ist nicht gerade überschwänglich. Immerhin wird euer Fortschritt aber gespeichert. Soweit, so gut. Aber was sind jetzt die Unterschiede zu der Super Nintendo Version? Was sofort auffällt, ist der etwas kleinere Bildschirmausschnitt. Das Super Nintendo hatte eine höhere Auflösung und so geht hier schon immer etwas Übersicht flöten. Außerdem könnt ihr zwischen Mickey und Minnie dieses Mal auswählen, wobei die Wahl jetzt rein kosmetischer Natur ist. Außerdem gibt es noch einen 2-Spieler-Modus. Dann gibt es noch einige kleinere Änderungen wie zusätzliche Speicherpunkte und einen neuen Schwierigkeitsgrad. Bei der Technik gibt es bei dem Spiel 2 Seiten. Auf der einen Seite sieht es für ein Game Boy Advance Spiel sehr gut aus. Es fängt die Thematik klasse ein und untermalt alles passend. Vergleiche ich sie jedoch direkt mit der Super Nintendo Version, bemerkt man hier schon natürlich Kompromisse, die wegen der schlechteren Technik gemacht wurden. Allen voran natürlich der kleinere Bildschirmausschnitt. Für sich genommen geht das Spiel aber voll in Ordnung. Was taugt Disney's Magical Quest für den Game Boy Advance also heute noch? Das Spiel macht auch auf dem portablen System einen tollen Eindruck. Natürlich ist die Version im direkten Vergleich abgespeckt, aber das ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Capcom hat es geschafft, die Essenz des Spiels auch hier gut einzufangen. Von mir aus auch auf diesem System eine klare Empfehlung, aber wenn ihr die Wahl habt, greift lieber zu der Super Nintendo Version. Das war der Test zu The Magical Quest für den Game Boy Advance. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.